Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die in der Alpha 21.1 auf dem gemeinschaftlichen Server zusammen mit Andrina Games und Julia Let's Plays und heute bei mir mit am Start der Harzer. Grüße dich. Hallo. Ja, das Vorhaben war ja immer noch, diese Untergrund-Mausefalle, nein, diese tolle Untergrund-Blutmond-Basis so an den Start zu bringen, dass hier tatsächlich ein Blutmond stattfinden kann. Und das ist tatsächlich auch unser Vorhaben für diese Folge, uns hier vorzubereiten und dann auch einen Blutmond stattfinden zu lassen. Beziehungsweise der Harzer hilft mir bei der Vorbereitung. Und ich werde dann als Einziger da unten eingefercht. Und wir gucken mal, was passiert. So, was haben wir uns überlegt? Wir haben uns überlegt, hier nochmal so ein bisschen diesen Plattenbereich hier zu verbreitern, damit die Zombies entweder sich von weiter weg durchgraben müssen oder auf jeden Fall durch diese Stahlplatten durch müssen. Dann rundherum Minen zu legen, dann noch Eisenstachelfallen drauf und ja, und dann gucken wir mal, was passiert. Oder, Harzer? Jo. Genau so ist der Plan. Gut, dann bauen wir mal ein bisschen. So, Form kopieren. Stellung kopieren. So, dann gucken wir mal, wie breit wir den Spaß machen. Beziehungsweise ich kann ja hier schon mal, wie breit machen wir das denn? Ich würde sagen, so hier so auf der Seite. Und hier noch ein bisschen auf der Seite. So irgendwie. Und dann boxe ich hier schon mal die, na, ein bisschen den Mais weg. Bin ich der Preisboxer? Ich bin der Maisboxer. So, und hier in die Richtung kann man tatsächlich ja auch noch ein bisschen. Auf jeden Fall, wenn wir es dann so mega breit machen und dann vorne und hinten so nah an der Klappe, da muss auch noch was hin. Wer hat sich das ausgedacht, das Ding hier im Maisfeld zu bauen? Tja, das frage ich mich auch. So, gucken wir mal hier hin. Ja. Bis hier. So. Bis dahin, ne? Mhm. So, und dann auf der anderen Seite noch ein Stück. So. Mal gucken, wie gut oder schlecht die Idee dann sein wird. Liebe Zuschauer, ihr könnt gerne eure Meinung zu diesem Wahnsinn in die Kommentare schreiben. So, also. So richtig meditativ, ne? Wie Mosaik legen. Ja. Schönes Muster. So. Noch alles passt hier. Oh, Baumwollpflanze im Weg. Ja, bei mir wurde gerade so ein Zweig-Dings. Was hast du denn zu dem Plan hier? Glaubst du, das wird ein guter Blutmond? Auf jeden Fall bin ich mal gespannt, wie es sich schlägt, was wir da bauen. Hoffentlich besser als ich gerade die Maiskolben. Oh. Vielleicht besorgen wir vor dem Blutmond noch ein bisschen Schaum.
Schaum? Ja, dann kann ich als Schaumschläger unterwegs sein. Ah. Irgendwie wusste ich, dass du irgendeinen Spruch meinst. Oder Begriff. Aber nicht welchen. Ah, da soll mal keiner sagen, wir würden uns hier nichts wagen, oder? Ja. So, mit der ersten Füllung sind wir fast fertig. Für die zweite Füllung rufen wir dann gleich den Kellner. Nein. Da kriegen wir schön noch ein paar Erfahrungspunkte hier. Cool, zu zweit ging das ja doch recht fix. Ja. Ja. Ah ja, genau. Jetzt geht's damit weiter. Ach. Ja, ich sollte auch das richtige Werkzeug reden. Hast du eigentlich noch Material auf Lager? Ich habe nicht, ich glaube, ich habe nicht genug Material für die ganze Fläche. Du hast da auch noch was, ne? Ja. Verplempern wir hier alles für die, für dieses wahnwitzige Experiment. Ja, aber wie willst du es rausfinden, wenn du es nicht probierst? So ist das. Inspizierst du noch deine Nagelpistole? Ich habe noch ein paar. Das vorbereitet. Welches jetzt? Jetzt funktioniert's. Juhu. Du hast eine interessante Taktik. Ja. Der Harzer Fliesenleger. Man könnte fast meinen, wir führen hier ein Lied auf. Level up. Juhu. Witzig wäre, wenn das nachher alles so gut zugenagelt ist, dass die Zombies das überhaupt nicht interessiert, dass die allenfalls hier drüber laufen, mal schnüffeln, weiterlaufen und gar nichts passiert. So, wir hätten da noch eine Idee. Wir haben gerade so beim Plattenlegen ein bisschen diskutiert, ob wir vielleicht noch einen Gebietsschutzblock und einen Schlafsack legen und wenn ja, wohin? Und eine Möglichkeit wäre, vielleicht hier noch so einen Turm drauf zu bauen, weil wenn ich unten einen Schlafsack hinlege in den schmalen Gang, dann werde ich so oder ich da sterbe. Ich werde nicht genau da wieder spawnen, gehe ich zumindest fest von aus. Und wenn die Zombies aber alle unten sind und hier oben so ein Turm wäre, dann könnte man da schnell runter, die Luken zumachen. Oder die werden ja im Idealfall noch zu sein. Und irgendwie vom Turm weitermachen. Ich weiß noch nicht genau. Was denkst du, Harzer? Ist auf jeden Fall eine gute Überlegung. Vielleicht ist es wirklich nötig, dass wir das machen. Aber auf jeden Fall ein Gebietsschutzblock und ein Schlafsack irgendwo hin. Ja. So, wir ackern bis in die tiefe Nacht hier. Alles für die Show. Hauptsache nicht für die Katz. Hauptsache nicht für die Katz, genau. Yeah, wir haben es geschafft. Juhu. Alles festgenagelt, was bei drei nicht. Nein, alle Platten festgenagelt auf jeden Fall. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wow. Jetzt können wir mal überlegen, das Türmchen, wo der Gebietsschutzblock draufkommt. Ich würde mal sagen, die Frage ist, ergibt das Sinn? Zwischen Luke und Luke im Direktweg ist ja ein Gang.
ob man es besser über diesen Gang baut oder ob man den Turm besser irgendwo an die Seite baut, wo nicht der Gang ist. Also wenn da unten Zombies sein würden, da würden die sich zur Seite graben, da unten. Wahrscheinlich. Möglicherweise. Denke ich Ja, mal. also wäre es wahrscheinlich, wenn sie hier schon im Gang sind, besser, er würde am Rand stehen, weil dann müssen sie halt noch ein Stück graben. Und vielleicht stürzt dann nicht so schnell der Untergrund über dem Turm ein. Das kann ja auch noch passieren, wenn die da unten rumgraben, dass irgendwann hier oben die Decke wegbricht. Vielleicht. Ja, da müssen sie aber ganz schön große Höhle graben eigentlich. Wobei es dann vielleicht doch besser wäre. Weil hier, wenn man hier bauen, ist ja schon Luft drunter. Dann ist es vielleicht doch besser, seitlich zu bauen. Oder eine Brücke mit ein paar Pfeilern. Zwei Türme. Na, Jeder hat seinen oder eigenen halt Turm. so zwei Pfeiler und dann so eine Brücke rüber, dass man da hin und her laufen kann. Zwei Türme und Untergrundhörer. Gut, wir werden uns da was überlegen. Geht dann gleich weiter im Programm. So, also, wir haben überlegt, wir machen zwei 5x5x5 Türme, verbinden die hier oben miteinander und dann gucken wir mal, was da für ein Klims rauskommt. Gut. Ja, so sieht der Spaß aus mit Schwebetürmen. Ja, da sind ja Triebwerke drin, das sind da Hover-Türme. So, und dann so 10 Block hoch und das auf beiden Seiten und dann mal gucken, was draus wird. Vielleicht ist das auch völliger Unfug, aber das stellen wir dann in der Blutmondnacht fest. So, neugieriger Besuch ist da, während wir hier schon mal unsere Turmbauten gemacht haben. Ja, die Antriebe sind, wie gesagt, wie man hier sieht, noch in Arbeit. Was macht der Kamerad jetzt? Irgendwo looten gehen? Ich weiß es nicht. Tschö. Tschüss. So, mit Fleiß und Spucke ist jetzt auch dieses Turmbrückenbauwerk fertig. Da sind auch Leitern dran. Wie gesagt, da oben kommt der Gebietsschutzblock drauf. Und Schlafsäcke kommen da drauf. Ja, und hier unten, ne, unsere Antigravitationsgeräte, jetzt kann man sie auch sehen, eben damit hier diese Konstruktion, die mich übrigens ein bisschen an Tron erinnert, wen noch, der mag mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, und dann gleich als nächstes gibt es dann nicht Holzstachelfallen, Eisenstachelfallen und Minen, die ausgelegt werden. Und mal gucken, was uns in der Zwischenzeit vielleicht noch Schlaues oder auch Dummes einfallen wird. So, wir haben den ganzen Spaß jetzt hier zu einer Art Hochsicherheitsfestung ausgebaut. Wenn man mal davon absieht, dass wir hier keinerlei Elektrizität verwendet haben, haben wir hier ja, mit dem Antigravitationsstrahler hier auch nicht nur Eisenstachelfallen platziert, sondern wir haben das ganze Gebiet hier auch vermint. Der Harzer war so nett, hier Schilder aufzustellen, damit hier keiner aus Versehen in sein Verderben rennt. Ja, und jetzt wollen wir nochmal einen Blick nach unten werfen. Mal gucken, ob der Harzer noch eine Idee hat für unten. Ich habe bis jetzt einen Robotikgeschützturm, den stelle ich hin. Aber ansonsten, ja, lass mal gucken, oder? Jo. Machst du eine Luke auf? In meinem Modus geht das gerade nicht. In meinem, dass man kein Hack-Elixier hat, kann man leider auch nicht zielen. Bitte machen Sie weiter auf. Ach so. Weiter auf, weiter auf, weiter auf. Lass mich nur erstmal wieder da reinkommen in das Loch. Eigentlich wollte ich in eine andere Luke rein und wollte da runter, weil wollte mich mit dir treffen, da unten. Nein, so jetzt auch. Genau, so geht's auch. Hui, Dann sollen wir mal gucken, wow. ob du irgendwelche schlauen Ideen hast. Ich brauche ja auch eine Taktik. Hier unten. Ich werde übrigens, liebe Zuschauer, voraussichtlich alleine hier unten sein, während der Karzer die Kerze hält. Nein, die Kamera oben. Weil das ja ein bisschen doof ist, sonst hängst du in der Tür. Ich hänge in der Tür fest. Verdammt noch eins. Warte Mist. mal, das Problem lösen wir jetzt. Einen Moment. So, Problem gelöst, weiter geht's. Genau, also wir haben die zwei Auf- und Abgänge. Ich habe hier versucht, ein bisschen mit Beton, habe ich auch noch ein bisschen die Decke verstärkt, habe ein paar Wände eingezogen. Jetzt ist die erste Frage, die sich schon stellt, ist, wo stelle ich mich denn hin, während ich warte? Ne, Ja. das ist schon mal das Erste.
oder ob du dir merkst, wo ich runtergegangen bin. Ich bleibe da und du sagst mir, ob die Zombies da runterkommen. Weil, also ich weiß auch noch nicht, ob ich die Türen alle auflassen soll oder ob ich die zulassen soll. Ich habe noch keinen blassen Schimmer, wie ich das hier unten machen soll. Ich würde empfehlen, dass er die vielleicht zulässt und hier an der Seite durchschießt. Ja, aber es kann ja sein, dass wenn ich da stehe, sie dann genau da runterkommen. Dann sind alle Türen zu und kann ich nie weglaufen. Das ist das ja. Ich weiß ja nicht, wo sie runterkommen. Ich habe auch erst überlegt, Ja. hier vielleicht immer hin und her zu laufen. Oder weiß ich nicht, oder in der Mitte und zu gucken, wo sie runterkommen und dann schnell die Türen zumachen. Ich weiß es nicht. Ist schwierig, taktisch. Ja, das stimmt. Und halt den einen Geschützturm, den würde ich wahrscheinlich irgendwo in der Mitte hinstellen. Ich glaube, in welche Richtung der guckt, ist fast egal. Entweder kommen die Zombies aus der Richtung oder Ja. sie laufen in die Richtung. Irgendwann kommen sie in den Schussstrahl. So ist es. Ja, ansonsten, das ist alles nur rudimentär, ne? Also die Wände sind nicht ausgekleidet, aber es ist auch relativ eng. Ich habe die Decke ein bisschen ausgekleidet. Aber ansonsten würde ich jetzt hier nicht viel mehr machen als Geschützturm aufstellen und warten, was passiert. Ich kann mir nur ganz grob vorstellen, was überhaupt, wie es die ganze Zeit über, was da passieren könnte, dass du eben stirbst und bist dann oben auf dem Turm, so wie geplant oder vorausgeplant, ne? Ja, das ist ja so eine Überlegung. Was ist, wenn ich tot bin? Da muss ich natürlich auch gucken, dass ich entweder Ja. Munition in der Leiste habe oder, das machen wir noch, wir stellen da oben eine Ja. Munitionskiste noch auf. Ja, das habe ich mir auch gerade so gedacht, das stimmt. Und den Gebietsschutzblock und ja, hast du noch eine Idee für hier unten? Ansonsten bleibt es jetzt hier einfach so. Nicht so wirklich. Okay, weil das ist halt auch relativ eng. Jetzt hier noch Stachelfallen oder irgendwas, da verletze ich mich nur selber. Höchstens nach vorne und nach hinten den Tunnel vielleicht noch länger machen, dass du mehr Zeit hast zum Zurückweichen und zum Ballern. Weil wenn die Wand kommt, dann hast du Probleme. Ja. Ja, gut, das habe ich so oder so, ne? Aber ich denke ja, ne, hoffentlich, wo auch immer sie runterkommen. Ich brauche da deine Ansagen von oben. Da müsstest du Überall, überall. auf der Karte müsstest du ja sehen können, an welcher Luke ich gerade bin und das Ja. irgendwie koordinieren können. Nur links, rechts und hier funktioniert nicht. Vor allen Dingen hier Ja. funktioniert nicht, wenn ich hier unten bin. Warte mal, hier ist Süden, hier ist Norden. Nordende, Südende, Ja. Mitte. Na gut, Mitte ist Union. Ja, doch. Okay, gut. Dann lass uns mal wieder Ja. raufgehen und dann müssen wir ja noch, dann müssen wir ja noch hier Dingenskirchen, weißt du? Oben Gebietsschutzblock und Munitionskiste Ja. und das ganze Gelöt da noch fertig machen. Ist auf der anderen Seite rauf. Nö, ich bin unter dir. Oh, mal gucken. Ah, da kommt ein Hut auf mich zu. Also was, ein Hund? Ein Hut? Ach, ein Hut? Ja, schon, was? Du Hund. Nein, natürlich nicht. Gut, bitte schließen Sie die Luke jetzt. Vielen Dank. So. Wir haben jetzt hier oben noch eine Kiste hingestellt mit Munition, Essen und Klimbim. Und damit man von hier oben auch Zombies bekämpfen könnte, so ein Laufgitter rumrum noch aufgebaut. Was passiert, wenn ich über das Loch mit der Leiter laufe? Gar nichts. Laufe ich die Leiter runter. Gut. Kann ich zumindest nicht abstürzen. Jetzt baue ich hier noch den Gebietsschutzblock hin und dann mache ich da noch meinen Schlafsack hin und dann sind die Vorbereitungen abgeschlossen, oder Ja. Harzer? Genau. So, Gebietsschutzblock. Schlafsack daneben. Alles klar. Machen wir es genau symmetrisch. Warte. Symmetrisch. So. Ich habe beim Block gar nicht geguckt, ob der symmetrisch steht. Ach so. Na sowas. Na, sowas. Ja. Dann mal gucken. Mal gucken, wo du dich dann positionierst. Ob wir dir den Flugmodus dann verpassen in der Blutmondnacht oder auf der Brücke wäre noch eine Möglichkeit. Der Turm ist zu weit weg. Da sieht man, wenn überhaupt, auf nur Krieg der Ameisen. Nee, das müsste dann schon mit Flugkamera, sag ich mal. Ja, das kriegen wir hin. Alles für die Show, oder? Ja. Alles für den Club. Genau, gut.
Dann sind wir mit den Vorbereitungen soweit durch. Bedanke ich mich recht herzlich, Harzer, dass du hier mit mir noch die letzten Vorbereitungen getroffen hast. Hast du einen Tipp, wie es ausgeht? Es werden viele sterben, ob sie jetzt Zombies sind oder Spieler. Mal gucken. Ganz genau, in diesem Sinne. Danke, Harzer, und liebe Zuschauer, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.